Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Montag. Neues und Interessantes aus dem Lausitzer Seenland. Hallo liebe Handballfans, wir der LAV laden euch recht herzlich am kommenden Samstag um 17 Uhr ins BSZ Konrad zu sein. Unser nächster Gegner wird der HSV Dresden sein. Wir würden uns freuen, wenn ihr alle da seid. Hallo, ich grüße Sie wieder zur Lausitzwelle Regionalzeit. Heute sind wir mit allem Neuen der letzten Tage für Sie im Lausitzer Seenland unterwegs. In Hoyerswerda bekam die sogenannte grüne Welle eine ganz neue Bedeutung. Ein neu geregeltes System soll uns Autofahrern Erleichterung bringen. Nachdem die Ampeln auf der Spremberger Chaussee in Hoyerswerda bereits letztes Jahr erneuert wurden, wurde nun auch eine weitere Änderung durchgeführt. Anstatt dass die Ampeln nun zu festen Zeiten ihre Farbe ändern, wird dies nun abhängig vom Verkehr geschehen. Die sogenannte grüne Welle wird jetzt nur noch von abbiegenden Autos oder von überquerenden Fußgängern gestoppt. Einbiegende Fahrzeuge werden durch Sensoren erkannt, während abbiegende Autos von der Spursignalisierung wahrgenommen werden. Auch Fußgänger parallel zur Straße haben durchgehend grün, müssen aber zum Überqueren der Bundesstraße die Ampel selbst betätigen. Die Städte Spremberg, Weißwasser und Hoyerswerda wollen bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden. Dies sei das gemeinsame Ziel der städtischen Werke Spremberg, der Stadtwerke Weißwasser und der Versorgungsbetriebe Hoyerswerda. Bis zum Jahr 2045 sollen insgesamt 85.000 Menschen auf klimaneutrale Energieerzeugungsanlagen und Speichermöglichkeiten setzen können. Dafür werden die drei Energieversorger durch einen Beirat aus den drei beteiligten Kommunen unterstützt, welcher über verschiedene Strategien und Überlegungen abstimmt. Der Projekttitel Klimaneutralität im Jahr 2045 orientiert sich an den Plänen des Bundes und soll ein sichtbares Zeichen in Richtung Klimaschutz sein. Die Herzapotheke im Lausitzcenter Hoyerswerda hat jetzt neue Besitzerinnen. Seit Beginn des Jahres haben Lydia Sopper und Christine Krampf die Stellung als Inhaberinnen der Apotheke übernommen. Beide arbeiten schon seit über 10 Jahren vor Ort und bringen eine starke persönliche Verbundenheit mit, so sagte Sopper. Trotz herrschender Lieferengpässe soll die Herzapotheke im Lausitzcenter eine zentral gelegene Anlaufstelle bei Gesundheitsfragen bleiben und den Kunden in gewohnter Art und Weise zur Seite stehen. In den frühen Montagmorgenstunden ist ein Audi an der Straße zur Friedenseiche in Seidewinkel in Brand geraten, nachdem das Fahrzeug etwa 400 Meter entfernt gestohlen worden war. Eine Zeugin meldete um 1.45 Uhr den Brand des Q5. Kameraden der Feuerwehr löschten das Fahrzeug, dennoch brannte der weiße Wagen aus dem Jahr 2013 vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 23.000 Euro. Die Zahl der Einwohner der Stadt Hoyerswerda ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Laut Statistik der Stadtverwaltung lebten vergangenes Jahr 31.796 Menschen in Hoyerswerda. Das sind ca. 80 Menschen mehr als noch im Jahr zuvor. Die Quote der Zuwanderer ist durch unter anderem den Ukraine-Krieg ebenfalls gestiegen. So waren es Ende 2021 1.613 Menschen und ein Jahr später rund 2.000. Neben 3.700 Zuzügen ließen fast 200 Babys die Stadt zusätzlich wachsen. Die Kontrolle einer Fahrradfahrerin in Hoyerswerda hat am Montagabend zu mehreren Anzeigen geführt. Eine Streife stoppte die Frau an der Lieselotte-Hermann-Straße. Als die Beamten sie mit ihrem Verkehrsverstoß konfrontierten, stellten sie fest, dass die Dame nicht nur ohne Licht, sondern auch noch mit umgerechnet 1,82 Promille unterwegs war. Die Frau verhielt sich zudem extrem ausfallend und beleidigend, schlug um sich und konnte erst durch Anlegen der Handfessel zur Ruhe gebracht werden. Neben Trunkenheit im Verkehr erstatteten die Ordnungshüter auch Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Laut einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer Cottbus ist die Konjunkturlage im Süden Brandenburgs stabil. Der befürchtete Abwärtstrend blieb bisher aus. Der milde Winter und die zahlreichen staatlichen, unternehmerischen und privaten Maßnahmen zur Energiestabilität und Kostensenkung haben dazu beigetragen. Die Unsicherheit bei den Unternehmen bleibt dennoch groß, so IHK-Geschäftsführer Wolfgang Krüger. Das Wachstum wird in den nächsten Monaten geringer ausfallen. Vergleichend zum Vorjahr hat sich die wirtschaftliche Dynamik deutlich abgeschwächt, so Krüger in einer Presseinformation.
Deutliche Einbußen verzeichneten vor allem der Handel und die privatbezogenen Dienstleister infolge der höheren Lebenshaltungskosten der Verbraucher. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen zeigt sich das Gastgewerbe eher zufrieden. Das Baugewerbe und die Industrie profitierten in den vergangenen Monaten noch von alten Aufträgen. Bei Neuaufträgen verzeichnen die Unternehmen jedoch bereits Rückgänge. Der Tourismusverband Lausitzer Seenland hat heute 8 offizielle Gästeführer Lausitzer Seenland ausgezeichnet. Der Tourismusverband Lausitzer Seenland hat am Donnerstag 8 offizielle Gästeführer Lausitzer Seenland ausgezeichnet. Die 8 Männer und Frauen durchliefen im vergangenen Jahr erfolgreich das Weiterbildungsprogramm, bei dem sie zwischen 2 Themenblöcken wählen konnten. Ziel des Programmes war es, einen regelmäßigen Informationsaustausch zu gewährleisten und die Qualität der Gästeführung im Lausitzer Seenland zu verbessern. Die neuen ausgezeichneten Gästeführer können an Tourismusinformationen Senftenberg und Hoyerswerda vermittelt werden und von Gästen, Gruppen und Reiseveranstaltern für Führungen gebucht werden. Studenten der BTU Cottbus Senftenberg planen im Rahmen des Projektes EudaPrax die Zusammenarbeit mit dem Portal heylausitz.de. Wie die Stadt Spremberg informiert, befasst sich das Projekt mit der Frage nach einem gelingenden Leben. Dazu waren im vergangenen Jahr Menschen aus der Spremberger Bevölkerung im Gespräch mit den Studenten. Zuletzt kam die Idee eines Veranstaltungskalenders mit ortsteilübergreifenden Informationen auf. Dieser soll jetzt mit dem Betreiber der Website heylausitz.de umgesetzt werden. Am 1. Februar besuchten Vorschulkinder des Kindergartens Benolino das Rathaus in Spremberg. Grund dafür war eine Fragerunde mit der Bürgermeisterin Christine Herntier. Die Stepkes bekamen die Möglichkeit, das Stadtoberhaupt mit allerlei Fragen zu löchern und einmal zu erleben, wie eine Stadtverwaltung eigentlich funktioniert. Infolgedessen wurden die wichtigen Fragen gestellt. Wie? Was macht denn eine Bürgermeisterin? Oder haben Sie ein Haustier? Bis hin zu, wohin führt denn die Treppe da unten im Flur? Gruppenleiterin Irma Güldner staunte nicht schlecht über ihre wissbegierigen Jungen und Mädchen. Wie sie sagt, konnte auch sie bei dem Besuch viel Neues erfahren. Im Rahmen der Maßnahme Erhaltungskonzeption Gartenstadt Mager wurden in der vergangenen Woche einige Bäume im Bereich der Ringstraße gefällt. Aufgrund erheblicher Schäden an den Baumwurzeln, den Stämmen und die stark altersbedingte Vitalitätseinbuße der Bäume konnte die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet werden. Wie die Stadt Senftenberg auf Nachfrage gegenüber Lausitzwelle mitteilte, sollen jedoch im Herbst Neubepflanzungen von 40 bis 50 Krimlinden starten. Bereits im vergangenen Jahr wurden schon einige Baumfällungen und spätere Neupflanzungen vorgenommen. Die Maßnahme musste mit der Naturschutzbehörde sowie dem Denkmalschutz abgestimmt werden. Die Deichsanierung am Hoyerswerdaer Schwarzwasser und der Schwarzen Elster konnte endlich abgeschlossen werden. Der Deich war nach Angaben der Landestalsperrenverwaltung Sachsen nicht mehr standsicher. Um den Hochwasserschutz in Hoyerswerda für das Gondelteichgebiet Neustadt und Zeisig zu gewährleisten, wurde jetzt eine Spundwand gebaut. Das rund 2,2 Millionen Euro Vorhaben ist in Zusammenarbeit mit der Landestalsperrenverwaltung und den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda entstanden und wurde mit Mitteln des Freistaates Sachsen finanziert. Eine 78-Jährige hat am Mittwochmorgen auf dem Kastanienring in Hoyerswerda eine überraschende Entdeckung gemacht. Als die Seniorin nach mehreren Jahren erstmals wieder in ihre Garage wollte, passte ihr Schlüssel für das Garagentor nicht mehr. Ein Schlüsseldienst öffnete das Tor und zum Vorschein kamen diverse Gegenstände, die nicht zum Besitz der Dame gehörten. Möglicherweise hatten sich Unbekannte unberechtigt Zugang zu ihrer Garage verschafft. Ob es sich bei den aufgefundenen Gegenständen tatsächlich um Diebesgut handelt, muss nun im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen überprüft werden. Der Kriminaldienst wird sich mit dem Fall befassen. Am Mittwochvormittag hat sich ein Verkehrsunfall auf der B96 ereignet. Ein 75-Jähriger befuhr mit seinem Peugeot die Friedrich-Engel-Straße von Lauter kommend und beabsichtigte, an der Einmündung zur B96 nach links abzubiegen. Dabei übersah er den auf der vorfahrtsberechtigten Straße befindlichen 81-jährigen Fahrer eines Skoda. Es kam zum Zusammenstoß. Zum Glück blieben die beiden Fahrzeugführer unverletzt. An den Pkw entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Traditionell zog am heutigen Rosenmontag wieder der große Umzug durch die Wittichenauer Innenstadt. Der Höhepunkt der diesjährigen Faschingssaison.
Pünktlich 13.30 Uhr begann das närrische Treiben mit rund 1000 Karnevalisten und über 20 sehenswerten Festwagen. Wie in jeder fünften Jahreszeit bestaunten auch dieses Mal unzählige Menschen die humorvoll und skurril gestalteten Fahrzeuge, sowie die toll ausgedachten und teilweise sehr facettenreichen Kostüme. Alles wurde begleitet von stimmungsvoller Karnevalsmusik. Mit einem riesigen Hello wurde nach langer Corona-Pause nun endlich wieder bunt und ausgefallen auf den Straßen Karneval gefeiert. Durch fehlende Beleuchtung und schwankende Fahrweise geriet ein 16-jähriger Radfahrer gestern in Wittichenau in das Visier von Polizeibeamten des Reviers Hoyerswerda. Zu früher Stunde kontrollierten sie den Jugendlichen und stellten bei einem Test 1,88 Promille fest. Der junge Mann musste daher eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Anschließend wurde er seinen Eltern übergeben. Multibanking ist einfach. Egal von welcher Bank. Bei uns verwalten Sie alle Konten und Depots im Online-Banking und in der Sparkassen-App. Wir bleiben in Hoyerswerda. Es gibt Neuigkeiten über die Zukunft der orangenen Box. Was auf dem Grundstück neben der Schwarzen Elster passieren wird, wir zeigen es Ihnen jetzt. In Hoyerswerda ist das Grundstück zwischen Einsteinstraße, Elsterdamm, Buswendeschleife und Zufahrt zur Bonhoeffer Straße, auf dem auch die bekannte Orange Box steht, verkauft. Im Beschlusstext vom Verwaltungsausschuss des Stadtrates heißt es, die Stadt verkauft eine Teilfläche des kommunalen Flurstücks in einer Gesamtgröße von knapp 5000 Quadratmetern zu einem Preis von 170.000 Euro an die Lebensräume Hoyerswerda. Auf dem Grundstück direkt an der Schwarzen Elster soll ab dem kommenden Jahr voraussichtlich ein neues Wohn- und Geschäftshaus sowie ein Biomarkt samt Gastronomie entstehen. Das Ende also für die Orange Box. Liebe Zuschauer, das war die Regionalzeit am Rosenmontag aus dem Lausitzer Seenland. Morgen sind wir dann im Oberlausitzer Bergland und Gefilde mit allem Aktuellen für Sie unterwegs. Seien Sie gern ab 18.30 Uhr wieder mit dabei. Bis dahin, einen schönen Abend. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.